Währenddem der Tim Wieland mit seiner Nina jetzt auf Wohnungssuche ist, geht ein anderer Ex-Mister mit einer Sau ins Bett. Ja, ihr habt richtig gehört. Hinter den Bündner Bergen beim Renzo Blumenthal daheim ist nämlich wortwörtlich die Sau los. Das ist Raimund. Der kleine Eber soll heute Filmstar sein. Neben niemand Geringerem als Renzo, dem schönsten Bauern der Schweiz. In einem Werbespot soll der umtriebige Biobauer für eine Matratze werben. Er spielt die Hauptrolle, sein Partner Raimund die wichtige Nebenrolle. Dieser hält sich aber nicht an das Drehbuch und bockt. Eigentlich sollte der kleine Eber über Renzo und die Matratze laufen. Wer nicht hören will, muss fliegen. Und das in hohem Bogen. Was vielleicht lustig ausschaut, scheint zumindest für den kleinen Eber vor allem eines zu bedeuten. Stress. Hast du nicht ein bisschen Angst, dass du ins Herz stehen oder so? Nein, also die sind ja sonst auch in der Natur draußen und darum ist das kein Problem für ihn. Es ist natürlich schon ein anderer Alltag als sonst. Dort hat er nicht so streng wie jetzt. Vor dem Filmdreh lief alles noch nach Plan. Renzo bringt gleich zwei junge Eber aus seinem Stall mit. Raimund hat so seinen besten Freund Maxi als Begleiter in seiner Nähe. Was ist jetzt der Trick, Renzo, dass die Säue machen, was du willst? Ja, den Trick sind wir noch am Finden, am Suchen. Du Geduld, das ist das einzige Rezept, das wir haben können. Geduld. Deshalb braucht sein kleiner Eber etwas Hilfe, damit er den Transporter verlässt. Und ehrlich gesagt, am liebsten würde er wieder zurück in seine vertraute Umgebung. Schließlich klappt es doch noch. Solange sich Renzo um seinen kleinen Partner kümmert, läuft es gut. Der kleine Eber genießt die Streicheleinheit seines Meisters. Aber eben, sobald die Filmcrew ruft, geht Raimund stur seine eigenen Wege. Er hat heute keine Lust zu fliegen und schon bald wird Raimund zum Gejagten. So, lüpf die Sau. Wie gut sind die dressiert? Die sind sozusagen gar nicht dressiert. Also da müssen wir auf gerade wohl etwas probieren und hoffen, dass es dann gut kommt. Auch wenn der kleine Eber als Schauspieler außerordentlich angespannt wirkt, Renzo ist sich sicher, sein Raimund ist heute kaum gestresster als an anderen normalen Tagen. Und als Lohn gibt's nach Drehschluss nochmal eine wohlverdiente Streicheleinheit. Die arme Sau.